Die gibt's, da ist jetzt gerade die Frage noch entstanden, wo die Aufzeichnung abgerufen werden kann. Ich verteile sie im Anschluss an den Talk wieder an alle, sobald ich sie hochgeladen habe. Also ihr kriegt es dann einen Link, wo ihr sie abrufen könnt. Und ihr könnt euch dann noch den Rest, wer früher gehen muss, auf der Aufzeichnung anschauen. Ja, hallo, herzlichen guten Abend. Herzlich willkommen. Danke für die illustre Runde, die wir heute wieder haben. Ich habe kurz meinen Bildschirm geteilt für die Einleitung. Mein Name ist Tom Kunz, leite gemeinsam mit Patrick Awad, den ihr nachher noch kennenlernen werdet, die IoT Austria. Ich habe schon vorher gesagt, ich suche immer die Intro-Slides und lasse sie dann ja doch immer wieder weg, weil ich mache sie immer anhand der Website. Das ist ohne dies das Aktuellere. Ihr findet auf der Website hoffentlich interessante und interessierende Themen rund um das Thema Internet of Things. Wir versuchen nicht nur das Thema sozusagen Salongesellschafts-, Company- und Community-fähig zu machen und vor allem auch interessant, insbesondere für das Paradigma Mensch im Mittelpunkt zu gestalten. Wir haben auch heuer damit begonnen, uns über ein Digital Well-Being-Zertifikat Gedanken zu machen, wo es vor allem darum geht, auch Produkte dahingehend zu beleuchten, wie gut sie zum Beispiel integrierbar, reparierbar, nachhaltig sind. News findet ihr hier, Events findet ihr hier, so zum Beispiel das heutige. Solche machen wir oder versuchen wir, sage ich mal, bis jetzt gelingt es uns ganz gut, monatlich zu machen, rund um Themen, die heute halt die IoT-Community interessieren. Und so haben wir heute, wie ich glaube, sagen zu dürfen, an wirklich ausgewiesenen Experten zum Thema LoRaWAN zu Gast. Und an der Stelle bin ich dann auch schon wieder ruhig und kümmere mich um die technischen Hintergründe in diesem Talk und darf an den Patrick, meinen Freund und Partner in Crime, übergeben, der das Ganze jetzt moderieren, gestalten und leiten wird und wünsche euch einen angenehmen, interessanten Abend. Ja, danke Tom für die immer wie immer gelungene, atmosphärisch sehr gute Einleitung. Willkommen, sehr viele neue Gesichter heute, freut mich. Wir, glaube ich, haben es ganz gut geschafft, mittlerweile monatlich da durch die Themenmix auch immer wieder neue Leute anzusprechen. Ja, heute zum Thema LoRaWAN ist der Samuel Puschacher bei uns. Hallo Samuel. Grüß dich, schönen Abend. Wir wollen das heute in Form von einem lockeren Gespräch machen. Wir haben uns zuvor schon ein bisschen beschnuppert in Bezug auf, was wir so IoT-mäßig gemacht haben, beziehungsweise ganz besonders durch schon sehr intensiv mit LoRaWAN gemacht hast. Ich fange vielleicht ganz kurz an mit meinen eher bescheideren LoRaWAN-Erfahrungen im Vergleich zu dem, was du gehabt hast. Ich zeige da kurz einmal so ein kleines, nettes, mittlerweile durchaus erschwingliches Teil her. Ich weiß nicht, ob es ein paar Leute oder man es gut sehen kann. Ich hoffe, das geht da rein. Das ist vor ungefähr einem Jahr habe ich das gekauft, vor dem ganzen Covid-Wahnsinn und ist im Wesentlichen ein von Titi Go erstelltes Gerät. Also ich mache da jetzt keine Werbung für Titi Go, sondern es war einfach das, was ich mir damals gekauft habe. Weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich bin leider Gottes aufgrund von dem ganzen Corona-Wahnsinn nicht dazu gekommen, da weiterzumachen. Und ich sehe das auch heute so als ein bisschen einen Auftakt, um dem Teil da ein bisschen Leben einzuhauchen. Ich wollte damals eine Schaltung verrealisieren, dass ich mein Elektroauto, das eine Tankstelle war, etwas weiter vom Haus weg verbinden kann mit der Solaranlage, um zu wissen, lädt es nicht, wie stark lädt es, es ein- und auszuschalten. Und ich habe dann eine andere Lösung gefunden, um das zu machen. Also musste dann damals mit LoRaWAN oder durfte, je nachdem, das noch nicht machen. Ja, aber Samuel, aus deiner Sicht, wir haben ja darüber gesprochen. Vielleicht kannst du dich kurz einmal vorstellen und ja, und dann machen wir das auf Dialogbasis. Kurz zu Bitte. mir, also ich bin seit 2018 mit LoRaWAN tätig, also ich habe verschiedenste, zuerst habe ich auf der Hobbyschiene begonnen, bin dann beruflich bei der Microtronics bzw. Sensor Network Services gewesen und bin mittlerweile in Wolkersdorf bei der RS Connectify IoT Solutions, IoT Networks GmbH.
Somit habe ich da ein bisschen einen Einblick über die Jahre bekommen, zum einen auf der Community-Seite, auf einen auf, zum anderen in der beruflichen Seite und bin, und das ist ganz interessant, was ich da getan habe, die verschiedensten Projekte, die verschiedensten Entwicklungen. Am Anfang war das Ganze noch eher so, war das großteils die Bastler-Szene, die da viel gemacht hat. Über die Jahre ist immer mehr kommerziell geworden, immer mehr fertige Lösungen. Das kann man jetzt sehen, wie man will, aber es ist cool, dass sich da so ein großes Ökosystem entwickelt hat. Okay, cool. Fangen wir vielleicht ganz am Anfang an. Du hast mir damals erzählt, ihr habt an der HTL damals mit einem Projekt begonnen Richtung Parkplätze und LoRaWAN. Vielleicht kannst du kurz mal was dazu sagen über die Anfänge oder deine Anfänge mit LoRaWAN. Ja, also ich habe begonnen in der HTL, habe ich davon von LoRaWAN gehört und habe mich dafür interessiert, habe dann begonnen, erste Sachen zu machen und habe dann, wie wir ein Projekt gebraucht haben, die Idee gehabt, hey, man könnte doch einen Parkplatzsensor, eine Parkplatzüberwachung machen mit LoRaWAN. War dann mit den Produkten, die es zu dem Moment gegeben hat, nicht ganz zufrieden und habe dann halt begonnen, selbst mir auszutüfteln, halt, wie man das machen könnte. Und wir haben dann halt quasi so eine kleine Lösung gemacht von Hardware bis zur App am Handy, wo man dann halt sieht, wo ein Parkplatz frei ist. Das waren so quasi meine Anfänge. Und das war eher im HTL und im hobbymäßigen Bereich. Genau. Kannst du kurz sagen, wann war das ungefähr und auf was für Technologien konntest du damals zurückgreifen? Ja. Das war so 2018 und wir haben das Projekt, glaube ich, umgesetzt mit ganz normalen Arduino-Komponenten als erstes Mal für die einfachen Prototypen mit Magnetsensoren und so weiter und so fort und haben dann halt quasi einen Server gehabt und eine Android-App. Okay. War damals das Things Network, war das schon ein Thema? Habt ihr es unabhängig davon gemacht? Wie habt ihr das vom Netzwerk her aufgesetzt? Also ziemlich zur gleichen Zeit habe ich angefangen mit der TTN Community in Niederösterreich. Da hat sich ein bisschen was getan. Das letzte Jahr war es leider ein bisschen ruhig, weil auch bei mir beruflich und generell ein bisschen stressig mit Corona-Wahnsinn. Und zur damaligen Zeit war das halt ziemlich gleich mit dem Projekt in der HTL. Und ja, da haben sich auch einige gute Synergien ergeben. Gut, wenn wir das jetzt hernehmen, von dort weg beginnend, also wo du gesagt hast, bloßfüßig, es ist in dem Fall sozusagen sehr, sehr hemdsärmelig das Ganze noch gewesen. Wenn du diese letzten 2 Jahre beschreibst, was hat sich aus deiner Sicht zu einem kurzen, vielleicht so, weiß nicht, 5 Minuten mal an Abriss jetzt aus deiner Sicht technologisch und auch von den Stakeholdern getan? Kannst du das vielleicht mal vielleicht so kurzen Abriss dazu mal geben? Also so 2018 also wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, die Things Network Konferenzen, die jedes Jahr in Amsterdam stattfinden, heuer leider nicht wegen Corona. Wenn ich das so Revue passieren lasse, weil das ist ja doch ein ziemlich gutes Spiegelbild von der LoRaWAN-Branche, es sind da alle namhaften Hersteller immer vertreten, die LoRa Alliance auch wenn es halt ein bisschen proprietär ist, wenn es quasi unter dem Hut des Things Networks ist, der Things Industries, trotzdem widerspiegelt das ziemlich gut das Ökosystem und am Anfang war das halt wirklich sehr bunte Truppe, wo wirklich dass die meisten Leute waren Entwickler. Es hat sehr viele Komponenten gegeben, es hat sehr, sehr viele Development-Kits gegeben, die hergegeben worden sind. Also es war alles noch sehr, hey, was kann man machen, wie kann man jetzt loslegen? Und es waren halt noch nicht wirklich sehr viele fertige Lösungen da. Eine der ersten fertigen Lösungen damals waren, glaube ich, Temperatursensoren von LEAD oder so, die dort ausgestellt waren und vertreten waren, aber sonst waren da halt sehr wenige fertig polierte Lösungen und das hat sich dann aber im Laufe der Jahre verändert, also im Jahr drauf und die letzten beiden Jahre auch, war es dann halt wirklich sehr, sehr kommerziell lastig, also
nicht so sehr community-lastig wie im ersten Jahr. Sehr viele Lösungen, was eigentlich jetzt total super ist, weil man im LoRaWAN-Bereich so jetzt ein riesiges Ökosystem hat mit vielen verschiedenen fertigen Geräten, was ja den Reiz des Ganzen dann auch für Firmen dann ausmacht, um auf diese ganzen Geräte zurückzugreifen zu können. Beziehungsweise jetzt auch als Bastler halt, wo man diese ganzen Geräte einfach kaufen kann und fertig in sein Node-RED oder wo hineinlegen kann. Ja, super. Machen wir vielleicht ganz kurz einmal, damit wir die Community auch ein bisschen adressieren und das Level auch vielleicht einmal mal setzen. Kann vielleicht jeder mal die Hand heben, der selbst schon mal mit LoRa-Geräten etwas umgesetzt hat? Ja, eins, zwei, drei, vier. Okay, passt. Gut, also der Großteil. Das heißt, wir müssen, glaube ich, nicht bei Null beginnen, was ist überhaupt LoRaWAN und so weiter, das ist eh gut, sondern können uns eigentlich mit dem weitermachen, was wir geplant hätten, im Sinne von, dass wir dann schauen, wie hat sich das weiterentwickelt. Gut, du hast also vom Things Network schon gesprochen, du hast von Kommerzialisierung gesprochen, du hast vom anfänglichen Enthusiasmus gesprochen. Wir haben auch in Vorbereitung darüber geredet, dass einfach die Mitgliedschaft in dieser LoRa Alliance, also dass man sich die auch einmal so richtig leisten muss, also dass die auch richtig sozusagen zu Buche schlägt. Ja, wie schaut es jetzt damit aus? Wie war da jetzt in den letzten zwei Jahren, wenn du jetzt fokussierst auf Kommerzialisierung? Ist es jetzt auch noch immer so, dass du sagst, ja, man kann eigentlich noch immer einfach loslegen und es ist also ein offenes Netzwerk oder hat sich da etwas verändert im Sinne von, weiß ich nicht, man kann gewisse Dinge nicht mehr so frei machen, wie man sie vielleicht vorher hat, bei Kommerzialisierung ja oft auch mit irgendeinem Kaufzwang oder irgendeinem, weiß ich nicht, Lizenzzwang auch zu tun hat. Wie siehst du das? LoRaWAN ist immer nur offener Standard, immer nur im offenen Frequenzband. Es gibt immer nur offene Komponenten, sei es auf der Geräteseite, sei es auf der Network-Server-Seite. Was sich halt geändert hat, ist, dass halt jetzt viele, viele Firmen auch am Markt gehen und halt quasi schauen, wie kann man jetzt mit der Technologie umgehen, wie kann man jetzt da wirtschaften damit. Es gibt immer noch den vom Ornet Broker, den werden wahrscheinlich auch einige hier kennen, den ChirpStack. Den LoRaWAN-Server, der komplett Open Source ist, der ist ziemlich spannend und ich weiß auch, dass OpenIoT den in Wien betreibt. Da kann man, glaube ich, auch, der wird, glaube ich, da intern für die Mitglieder verwendet. Falls jemand von OpenIoT da ist und da mehr weiß, bitte gern einmelden, was da der aktuelle Stand bei euch ist. Ja, Markus, ich habe ein Zucken gesehen. Okay. Ich weiß kommen. Leider auch nicht genau, was alles in dem Chipstack gemacht wird, aber er läuft prinzipiell ja. Aber was wirklich damit gemacht wird, okay, habe ich momentan nicht so den Überblick. Wir haben noch eine Frage im Chat gehabt. Samuel, wie siehst du LoRaWAN versus Miyoti? Ich habe keine Ahnung, was ist das überhaupt? Das ist auch Funktechnologie im 868er Frequenzband. Ist halt noch ziemlich neu und das Ökosystem ist halt einfach nur nicht so groß. Es gibt nur nicht wirklich Hersteller, die was da jetzt serienreife Produkte machen. Also nicht sehr viele, weil das, was der Riesenvorteil ist von LoRaWAN, das hat jetzt halt schon ein paar Jahre Vorsprung. Und in diesen paar Jahren hat sich halt einfach dieses große Ökosystem entwickelt, wo es halt viele verschiedene Use Cases gibt zum anderen und natürlich auch für einzelne Use Cases verschiedene Hersteller. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Use Case mache, dann habe ich die Sicherheit, selbst wenn das mit dem einen Hersteller nicht funktionieren soll, dann kann ich vielleicht zum nächsten Hersteller gehen. Wenn wir vielleicht kurz einen Überblick machen über das gesamte Frequenzband von 868, das wird ja nicht nur jetzt von LoRaWAN verwendet oder jetzt von ein paar anderen, sondern hat sie auch also schon vor Jahren, wenn ich mich erinnern kann, von Sigfox ja auch Initiativen gegeben,
Jetzt wird das Kommerzialisierung teilweise halt dann vom LoRaWAN auch Richtung jetzt Helium. Da hatten wir auch einen Talk das letzte Mal. Wie siehst du das? Hat sich auf dem Bereich, hat sich das LoRaWAN als ein freies System durchgesetzt? Gibt es irgendwelche kommerziellen, wo du sagst, ja, die, keine Ahnung, haben ein gutes Geschäftsmodell, das abheben würde? Wie siehst du zum Beispiel jetzt Sigfox und Helium im Vergleich als kommerzielle? Ja. Es gibt verschiedene Technologien und es hat irgendwie alles seinen Anwendungsbereich. Und wenn man jetzt zum Beispiel Sigfox im Vergleich zu LoRa, es gibt Anwendungen, da ist einfach LoRa besser geeignet und Anwendungen, da ist einfach Sigfox besser geeignet. Was wäre das zum Beispiel? Kann man das konkret machen vielleicht? Ich habe zum Beispiel von einer Anwendung gehört, die wurde gemacht in Paris sehr früh, 2018 glaube ich oder 2017. Dass sämtliche Glasmistkübeln in Paris einen LoRaWAN-Sensor drinnen haben, dass die damals mit so 20 oder so Gateways es geschafft haben, gesamt Paris quasi abzudecken und dann in weiterer Folge, damit sich natürlich also 50% der gesamten Kosten des Glasmüllentsorgung geschafft haben, wegzuschieben. Das haben die damals mit Sigfox realisiert. Ja, ist das jetzt aus deiner Sicht ein typisches Sigfox-Projekt oder wäre das auch mit LoRaWAN wahrscheinlich genauso umsetzbar, oder? Es kommt wirklich ganz drauf an. Also es gibt bei LoRa hat eben zum Beispiel den Vorteil, man kann ein eigenes Netz machen. Sigfox hat man den Vorteil wieder nicht. Das heißt, es gibt ein globales Netzwerk von Sigfox zur Verfügung gestellt. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass wir roamingmäßig sind, die natürlich viel besser aufgestellt, das muss man einfach sagen. Mhm. Roaming ist gerade ein Riesenthema bei der Things Network, TTI und eben auch bei der LoRa Alliance. Das sind einfach Themen, an denen wird gerade gearbeitet. Das hat Sigfox eigentlich von vornherein sich erspart das Problem, indem dass es ein Netzwerk gibt, aber es gibt somit keine, also man kann es nicht einfach sagen, so ich installiere mal jetzt mein Sigfox Network Server, das geht nicht. Das geht bei LoRaWAN schon, das ist ein Riesenvorteil. Und ja, weil du es vorher kurz angesprochen hast, die Membergebühr bei der LoRa Alliance braucht man nicht unbedingt. Also man kann auch ein LoRa-Netzwerk betreiben, ohne Member bei der Alliance zu sein. Es ist halt sehr empfehlenswert, weil es da auch technische Unterstützung gibt und man kann auch im technischen Komitee dann mitwirken und so weiter und so fort. Aber man braucht es nicht und man kann einfach ein LoRaWAN-Netzwerk selbst betreiben. So hätte ich das auch verstanden gehabt, aber gewisse Bandbreiten oder so, das hattest du dann gemeint, oder gewisse Adresssegmente, die man dann braucht, kriegt man halt dann nur gegen den Einwurf von Münzen. Aber für den Privat, was kann der Private zum Beispiel jetzt einfach machen oder was, wo gibt es dann Limitierungen noch? Da gibt es eigentlich keine Limitierungen. Es wird halt empfohlen, was für den Betrieb relevant vergeben wird von der LoRa Alliance, sind diese Net-IDs, die identifizieren quasi die Session, die Device Addresses, die legen quasi fest, von welchem Netzwerkpaket stammt, die sind fürs Roaming relevant. Das heißt, wenn ich irgendein Netzwerk betreiben will, wo ich Roaming aktiv haben will, dann brauche ich selbstverständlich eine Mitgliedschaft bei der LoRa Alliance, wo ich dann die Netzwerk-ID kriege, wo dann quasi andere Netzwerkserver wissen, okay, dieses Paket gehört jetzt dem Netzwerkserver von XYZ und dass es dann quasi zwischen den Netzwerkservern zugestellt wird. Okay, gut. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, um das letzte Thema da jetzt oder mit dem Thema Roaming vielleicht abzuschließen, ich habe auch gesehen, es gibt ein paar Fragen, die wir noch dran nehmen können. Mhm. Roaming bedeutet es in dem Fall, wenn ich meinen eigenen Gateway betreibe, klarerweise habe ich kein Problem damit. Wenn ich innerhalb des Things-Netzwerks bleibe, ist es auch noch, hätte ich verstanden gehabt, okay? Oder gibt es da schon Things-Network in Österreich oder Things-Network möglicherweise schon in Niederösterreich anders als Wien? Wie ist das segmentiert? Ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden, aber was ich weiß... Entschuldige, sprich aus.
Okay, wenn du sagst Roaming, was muss ich mal, weil Roaming, wenn ich mir jetzt vom Telco-Betrieb das vorstelle, ist das das Ausland klassischerweise und EU ist mittlerweile auch nicht mehr Ausland und so weiter. Was verstehst du in dem Fall unter Roaming oder wie wird das bei LoRaWAN gesehen? Roaming, damit ist gemeint quasi die Kommunikation zwischen verschiedenen LoRaWAN-Netzwerken. Ich meine, im Telco-Bereich, ja, da hat man ziemlich klar definierte Grenzen. Da gibt es einen Provider, der ist in einem Land. Und selbst wenn es den Provider in einem anderen Land in ähnlicher Form gibt, ist das ein anderes Netzwerk. Bei LoRaWAN ist das ein bisschen anders. Man hat ja diese freien Frequenzbereiche, das heißt, man ist nicht an Frequenzvergaben von staatlichen Institutionen gebunden, sondern hat dieses Frequenzband. Und das heißt zum Beispiel, das SINS-Netzwerk ist ja weltübergreifend, ja, nicht dieselbe Frequenz auf der ganzen Welt, aber Roaming wäre dann quasi eine TTI-Instanz von der Things Industries hat Geräte angelegt. Die Geräte sind im Bereich von einem TTN-Netzwerk unterwegs, was quasi abgetrennt ist als anderes Netzwerksegment, als anderer Netzwerkserver. Und der TTN, der öffentliche Netzwerkserver, wird dann die Daten weiterleiten an den TTI, und den kommerziellen Netzwerkserver. Oder zum Beispiel in der Schweiz gibt es das Swisscom. Wenn man da jetzt quasi ein Projekt machen würde, was in Österreich und der Schweiz wäre, müsste man quasi dann ein Roaming-Abkommen mit Swisscom machen, um halt quasi von der Netzwerk-Coverage von denen profitieren zu können. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat man natürlich, und darum interessieren sich auch derzeit einige Netzwerk-Provider bzw. Mobilfunk-Provider auch dafür, beziehungsweise auch andere wie diese Helium, quasi den Bereich aufzubauen. Okay, gehen wir jetzt mal die Fragen kurz durch, da hat sich einiges zusammengetan. Das eine ist, Samuel, wie wird die Fair Use Policy gehandhabt? Hast du da Erfahrung? Und dann hätte man, glaube ich, Fair Use Policy, ich glaube, das kommt aus der TTN-Umgebung. Ich weiß nur, dass die gibt es vor allem ja bei den Downlink-Messages, weil die halt sehr limitiert sind. Einfach technisch gesehen her. Da weiß ich nur, also mein Letztstand ist da, dass es bis jetzt nicht wirklich enforced wurde. Was da vielleicht ein bisschen durchgemischt worden sein könnte, ist auch natürlich, man hat im 868er Frequenzband ja quasi eine Limitierung. Das heißt, man darf nur einen gewissen Prozentsatz von der Zeit Daten übertragen und muss den Rest still sein als Sendegerät. Das heißt, diese gesetzliche Anforderung ist natürlich einzuhalten, das ist völlig klar. Vom TTN, die Fair Use Policy, die wird nicht hart enforced, aber man soll es nicht darauf anlegen, weil es schadet im Endeffekt allen. Ja, natürlich, ist klar. Gut, und dann haben wir noch eine gehabt mit Interferenzproblem von LoRa WLAN. Also Interferenz 868 Megahertz nehme ich mal an, dass du mit die Frequenz kann natürlich jeder verwenden. Verwendet ja auch jeder Alarmanlagen und Co. und Kopfhörer und Tod und Teufel. Ja, ja, ist definitiv ein Thema. Es gibt auch viele, man findet auch durchaus quasi Verwender auf diesem Frequenzband, die dort nicht sein dürften, beziehungsweise nicht mit dieser Stärke, mit der sie unterwegs sind, sein dürften. Aber es ist IoT, es ist jetzt keine hochverfügbare LTE-Verbindung. Ja, man muss sich dann im Einzelfall halt quasi immer anschauen, wie komme ich damit zurecht, woher kommen Störungen und wie löse ich das am besten. Okay. Gut, verstanden. Kommen wir vielleicht wieder zurück. Was sind so aus deiner Sicht jetzt zum Beispiel gute Verwendungszwecke für LoRaWAN und was sind, also aus aktueller Sicht, und was sind welche, wo du sagst, ist, keine Ahnung, zum Beispiel Sigfox oder sind wir doch eher im Mobilfunk aufgehoben und so weiter? Was wären jetzt oder was sind, wenn du drüber reden darfst und willst, vielleicht aktuelle Projekte, an denen du dran bist, wo du sagst, ja, da ist LoRaWAN richtig cool und das sind Use Cases, keine Ahnung, die wären vorher sonst nicht möglich gewesen oder mit substanziellen Mehrkosten oder mit nicht Coverage vorhanden oder was auch immer. Ja? Also was aktuell schwierig ist in Österreich, ist auch zum Beispiel, sind so Tracking-Lösungen aufgrund der, weil man da halt auch wirklich eine flächendeckende Abdeckung braucht, da ist man im GSM-Bereich einfach besser aufgehoben. LoRaWAN hat halt wirklich die Vorteile, wenn ich inselbasierte Lösungen habe, wenn ich eine Stadt habe,
wenn ich ein Industriegelände habe, dann kann ich da einfach mein Netz aufbauen und das ist allein, das ist jetzt die Seite angefangen beim Architekturthema. Natürlich gibt es da viele andere Sachen, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt Anwendungen habe, die eine gewisse Übertragungssicherheit brauchen, Alarmanlagen, Alarmkontakte, die eine gewisse Priorität haben etc., dann brauche ich natürlich eine Technologie, die das abdecken kann, wirklich eine Übertragungssicherheit, weil wir sind im offenen Frequenzspektrum, das ist einfach so, die Störungen können auftreten, wie vorher schon abgehandelt. Und damit muss man halt handeln. Also, aber es ist halt trotzdem gut geeignet halt für so Städtelösungen, einzelne Firmen, einzelne Schulen mit Luftqualitätsmonitoring und so weiter und so fort. Das ist alles sehr gut abzubilden. Ich höre dich gerade nicht, Patrick, du bist gleich noch gemutet. Patrick, unmute. Ja, danke. Wirkt Wunder, wenn man sich unmutet. Danke. Richtung Tracking hast du zu Recht angesprochen. Wir haben ja bereits einen Talk auch gehabt zum Thema Helium. Also auch ein im kommerziellen Bereich angesetzte Verwendung ist von LoRaWAN. Und wenn wir uns dort die Use Cases anschauen, also die zielen ganz, ganz klar in Asset-Tracking, Tracking-Lösungen von Gegenständen, Assets oder auch Personen oder Lastwagen, um da bis hin zu Gütern. Also das wird teilweise sozusagen mitgegeben, dass halt dann auch wirklich eine komplette Supply Chain halt getrackt werden kann von A bis Z, wo ist was. Also in dem Bereich. Technisch funktioniert es. Es ist halt ein Henne-Ei-Thema. Man braucht das Netz, man braucht die Abdeckung. Da sind wir halt in Österreich nicht so weit, dass man jetzt sagen kann, man hat eine flächendeckende Abdeckung. Ja. Das ist halt bei Mobilfunk. Tom, kannst du vielleicht die Karte oder Samuel, ich weiß nicht, die Karte von der von, zum Beispiel Things Network oder die Abdeckungskarte von LoRaWAN, können wir die vielleicht einmal kurz beamen und mal anschauen, wie gut das beamen ausschaut oder wie schlecht das ausschaut. Wer will beamen? Samuel hat das als sein erstes Bookmark irgendwo, also wahrscheinlich, aber schauen wir mal. Aber ich, ja. Ja, in der Zwischenzeit, wir haben da einige spannende Use Cases auch noch gehabt, wo wir vielleicht jetzt nicht unbedingt auch dran gedacht haben, aber die können wir auch noch nachher durchgeben. Du kannst schon freigeben, bitte, Samuel. Achso, jetzt hat es der Samuel gehabt. Entschuldige. So, okay, gut. Passt. LoRa Alliance, okay, da haben wir die gelbe Gegend. Das ist Public Operators, okay. So, jetzt wenn wir uns mal Österreich anschauen, haben wir einen grauen Fleck. Genau. Da war ursprünglich das Sensor Network Services drinnen. Ist jetzt aber nicht mehr da, keine Ahnung. Sonst haben wir natürlich in Österreich nicht mehr das TTN-Netzwerk, da kann man schauen auf ttnmapper.org. Habe ich natürlich auch schon das da. Das ist die Karte der Gateways vom Dings-Netzwerk. Bei TTN-Mapper sieht man halt die reale Abdeckung, sollten die meisten. Kennen wahrscheinlich F schon viele in der Runde. Das heißt, wenn wir jetzt eine Anwendung haben, sieht man, das ist nur in Form von Punkten oder ist das in dem Fall Heatmaps? Gibt es da auch eine Darstellung? Wisst ihr das? Da müsste man auf TTN-Mapper gehen. Da sieht man Heatmaps. Ja, okay. Bei thingsnetwork.org sieht man nur Punkte. Was ist das? Mal den TTN-Mapper. Mach du mal, Samuel, bitte. Okay, danke. Ja, Moment. Das ist Anwendung. Gibt's noch nicht frei. Ich bin gerade dabei, Freigabe zu starten. Ich fange nur schon mal an. Also diese Anwendung, die gibt es schon seit den Anfangszeiten vom Things Network.
Stammt von einem lustigen Typen, der aus Holland stammt und in Südafrika wohnt. Und macht nichts anderes als das Traffic vom, dass man seinen Traffic von seinen Geräten im Things-Netzwerk freigeben kann und inklusive GPS-Koordinaten von den Geräten, die Daten senden, wird dann quasi eine Heatmap erstellt, wo wie gut Coverage vorhanden ist. Und da sieht man, Wien ist da ziemlich groß abgedeckt. Da hat OpenIoT echt einen großen Beitrag dazu geleistet. Also eigentlich besteht das Netz in Wien von dem, was OpenIoT aufgebaut hat. Ich glaube, das dürfte ein Großteil sein. Ich weiß nicht, wie viel davon von anderen privaten sind. Das dauert dann ein bisschen zum Laden. Ich schaue kurz mal, ob ich auf die Heatmap gehen kann und ob man da mehr sieht. Das ist halt das Things Network. Das sind halt Gateways, die von Privaten aufgestellt worden sind. Und da kann man ziemlich cool Projekte machen, da wo man halt jetzt ohne Service Level quasi arbeiten kann. Also im Bastlerbereich ist das total, ist das eigentlich die perfekte Lösung. Okay. Die Abgrenzungen, die wir jetzt da sehen, aha, interessant. Ich hätte jetzt gesehen gehabt, die Ballungsräume sind also dann damit einigermaßen abgedeckt, aber du hast gesagt, es ist noch nicht überall so. Ist das dann der Klassiker sozusagen in den Alpen oder ist das eher an Plätzen, wo man es jetzt nicht vermuten würde? Wo ist jetzt, wenn ich jetzt eine Tracker-Applikation in ganz Österreich machen würde, wo gibt es damit jetzt eigentlich noch Probleme und wie relevant ist das? Ja, das Ding ist doch halt nur, dass das Roaming-Thema halt im LoRaWAN-Bereich noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ich weiß, es gibt einige Initiativen, einige Städte im österreichischen Raum, die was damit arbeiten, aber das Roaming-Thema ist halt einfach noch nicht so weit gediegen. Das ist einfach nur in Arbeit und da müssen sie ja verschiedene Parteien miteinander abstimmen, verschiedene Netzwerkserverhersteller miteinander. Das ist nicht ganz so einfach. Okay, gut. Ich sehe gerade noch eine Frage, was? In der Imkerei wird LoRa zunehmend verwendet für die Wiegung von Bienenstöcken, Innentemperatur und so weiter. Im Winterbereich okay. Ist Im Winzerbereich habe ich es auch gehört, ja, aber da in dem Fall haben wir jetzt Wiegung von Bienenstöcken. Im Bereich Linz habe ich. Ah, Linzer, okay, ja. Imker habe ich verstanden. Imker haben wir nicht. Ja. Gut. Ja. Okay, genau, ESB und ein GSM. Ja, dann darf ich das auch noch herzeigen. Das war nämlich meine Lösung. Sowas Ähnliches nehme ich an. Daniel, wird das wahrscheinlich sein oder? Das ist in dem Fall so ein ESB-Modul, ein A7 ist das, mit einem GSM-Teil drauf und ja, okay, passt. Also damit kann man sowas auch machen. Also mit dem ESP kannst du kannst eigentlich ganz einfach das Modul von TTGO bestellen, was jeder Patrick auch hat und mal schauen, was du damit hinkriegst. Da gibt es auch Module mit direkt mit Batterieanschluss, mit Laderegler für Solar. Ja. Der ESP braucht halt ein bisschen mehr Strom. Es gibt effizientere Controller, aber Vorteil ist halt, er ist sehr leistungsfähig. Man hat WLAN, man hat Bluetooth noch drauf. Man könnte per Bluetooth dann direkt eine App damit verbinden, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt vor Ort hingehe, kann ich vor Ort direkt interagieren. Das ist auch ein Thema, was man halt im LoRaWAN-Bereich hat, dass die Geräte meistens... Angesprochen Energie, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, so ähnlich wie das Enocean macht, die auch im 868er-Bereich sind, gibt es auch eigentlich eine Kombination aus LoRaWAN und Energy Harvesting, also was weiß ich, solche... Gibt es auch, aber das sind dann halt quasi nicht Anwendungen, zu größtenteils nicht Anwendungen, die darauf bestehen, die ganze Energie aus Energy Harvesting zu beziehen, sondern da geht es einfach darum, dass man sagt, okay, ich bekomme mit meiner Primärzelle eine gewisse Batterielaufzeit und wenn ich jetzt einen Pufferkondensator und ein Energy Harvesting Modul dazu nehme, dann kann ich meine Laufzeit der Anwendung um eine gewisse Dauer verlängern, was dann quasi den Use Case günstiger macht im unterm Strich. Ja, ja,
Da gibt es verschiedene Ansätze mit Wärmeaustausch, mit Solarzellen quasi, die sehr hochsensibel sind, um halt quasi auch in Bereichen, wo es nicht so viel Licht ist, Energie zu erzeugen zu können. Aber es sind halt nicht zu größtenteils nicht Anwendungen, wo man sagt, das sind jetzt, die basieren jetzt komplett auf Energy Harvesting. Mhm. Gut. Machen wir vielleicht noch eine Runde mit coolen Anwendungsfällen. Also Imker haben wir jetzt schon gehabt, die Parkplätze von deinen Lehrern haben wir schon gehabt. Dann haben wir Tracking-Lösungen, eh klar, ist vielleicht ein bisschen sozusagen eh schon bekannter. Was wären so Lösungen, wo du, also Wasserzähler habe ich dazwischen auch gehört, die sich natürlich anbieten würden, beziehungsweise überhaupt Wasserstandsüberwachungen, das ist auch so eine Geschichte. Müll-Tracking haben wir gehabt, beziehungsweise Müllüberwachung. Was haben wir sonst noch für coole Use Cases, die sich mit LoRaWAN umsetzen? Zum Beispiel noch Mausefallen mit LoRaWAN, die gehen anscheinend auch ziemlich gut. Mausefalle mit LoRaWAN, echt jetzt? Ja, da hat es von der EU eine Verordnung gegeben, dass eine Dauergiftbeköderung verboten ist. Ja. Im Sinne von Umweltverträglichkeit und so. Und darum muss man sich jetzt eine andere Möglichkeit suchen und darf nicht dauernder Gift auslegen, sondern nur, wenn halt wirklich Verdacht ist, dass da Nager vorhanden sind. Und da gibt es verschiedene Ansätze, das Thema zu lösen. Eine ist halt quasi eine LoRaWAN-Mausefalle, die sich dann quasi meldet, wenn eine Maus gefangen worden ist. Okay, spannend. Hat den Vorteil, man kann laut diesen Richtlinien kann man Mausefallen verwenden, nur müsste man sie dann halt täglich kontrollieren. So, das kostet halt aber ein bisschen was, wenn man da jeden Tag Wellen durchschickt. Okay, gut. Passt. Gibt schon jemanden, der seine LoRa-Mausefalle bei sich zu Hause hat im Call? Nein? Okay, gut. Aktuell natürlich auch ganz ein heißes Thema, das Thema Luftqualitätsmonitoring. Da haben wir in der Firma auch ein bisschen was dazu gemacht. Sind auf jeden Fall spannende Lösungen, die auf aktuelle Problemstellungen eingehen, und das sind Themen, die einfach aufpoppen und dann halt innerhalb von kürzester Zeit ziemlich viel, wo sich innerhalb kürzester Zeit ziemlich viel tut, was man teilweise gar nicht erwartet hätte. Gut, was haben wir sonst noch für spannende Lösungen? Was würde dir noch einfallen? Da gibt es so viel. Ich überlege gerade, es sind halt alles an die großen Themen. Ich meine, muss man halt unterscheiden, wer ist die Zielgruppe. Die großen Themen sind halt im kommerziellen Bereich immer die Sachen, wo irgendwelche Richtlinien dahinter stehen, wo man was nachweisen kann, was Geld spart. Im Bastlerbereich ist das LoRaWAN-Thema größtenteils von der Seite, dass man sagt, okay, ich interessiere mich für die Technologie, ich baue ein Netz auf und ich schaue, wie das funktioniert, ich setze mich damit auseinander. Das, der Gedanke, der auch im Amateurfunk halt viel vertreten, also der Grundsatz vom Amateurfunk eigentlich ist. Es sind auch viele im LoRa-Bereich Amateurfunker. Mir fällt noch ein aus der Vorbesprechung, Samuel, nachdem wir in Wien sind und ich noch das Bild auch noch verwendet habe, die Weinanwendung, die du ja selber kennst. Ne? Das ist, ich weiß nicht, ob das die meisten schon gesehen haben, aber da gibt es das Projekt Winduino. Das ist Kalifornien. Kommt aus dem Weinbaubereich und die haben da halt ein ziemliches Thema mit Wassermangel und die gehen dann halt natürlich voll in das Thema rein, wie kann ich jetzt effizienter bewässern, wann brauche ich jetzt nicht mehr gießen, wie kann ich den Bewässerungszyklus optimieren, damit die Pflanzen genug Wasser kriegen, aber ich so wenig wie möglich Wasser benötige. Das war ein ganz cooles Projekt, hat er ziemlich offen angefangen und
es sind halt einfach sehr, sehr viele Anwendungen im Ökosystem. Also man kann zum Beispiel schauen, bei der, ich gebe kurz meinen Bildschirm frei. Mhm. Ich mache kurz die Seiten auf. Es gibt bei der LoRa Alliance einen Punkt, wo man sieht, welche Geräte es jetzt schon gibt mit LoRaWAN. Da kann man sich die Geräte kann man quasi registrieren und zertifizieren lassen bei der LoRa Alliance und die nehmen quasi einem ab, dass dieses Gerät in einem Netzwerk nach einem bestimmten LoRaWAN-Standard funktioniert. Das ist natürlich für die Standardisierung sehr gut. Da gibt es verschiedene Radarsensoren, das sind auch coole Dinge, das sind Sensoren in Streifenform, die sind ca. 20 cm lang, 4-5 mm dick und messen verschiedene Sachen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so. Echt coole Dinger, zum Beispiel. Das Radar, das ist für Personen bzw. für bewegte Personen oder was? Da gibt es verschiedene Sachen. Das Gerät kenne ich jetzt nicht, aber das ist ein Abstandssensor. Da gibt es auch Radargeräte, die halt Personenzählung machen. Da zum Beispiel ein LoRaWAN, ein gutes Ventil, diverse Wasserzähler. Ja. Also man braucht heute, man kann, wenn man will, natürlich die Bastelvariante machen. Und mit dem ESP32, da stehen einem halt sehr, sehr viele Türen offen. Und es macht echt Spaß, aber es gibt halt schon sehr, sehr viele Geräte, die vor allem, das hat sich eben auch im LoRaWAN-Bereich dann, die Preise waren ursprünglich noch viel höher. Es pendelt sich jetzt ein, die Preise werden niedriger, sind halt noch immer ein bisschen höher als andere IoT-Geräte mit anderen Technologien, aber es ist halt einfach im Einschwingen und das hat halt einfach bis jetzt eine gewisse Zeit gedauert, bis die Preise in einem gewissen Rahmen sind. Ja, cool. Dann machen wir vielleicht nochmal den Schwenk hinüber. Weiß nicht, Helium hast du auch schon gehört, beziehungsweise was hältst du von Helium? Haben wir vorhin kurz angesprochen gehabt. Ist ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Da hat man halt dann halt die Themen, wie schnell entwickelt sich der Nutzerkreis. Wieso mache ich das? Also wieso verwende ich quasi Helium? Also verwende ich es jetzt quasi als Gateway-Besitzer, um jetzt quasi Netzwerkabdeckung zu schaffen und damit Geld verdienen? Oder baue ich jetzt quasi eine IoT-Anwendung und brauche eine Netzwerkabdeckung und ich muss mich dann quasi auf diese Netzwerkabdeckung auch verlassen können? Ja. Also das Roaming wird dann in dem Fall, also die kommen halt auch komplett von der anderen Seite, hätte ich jetzt dann auch gesehen. Also das Problem mit Roaming und so weiter ist bei denen halt auch dort, wo es halt eine Abdeckung gibt, gelöst. Wo es halt keine Abdeckung hast, ist es ja auch das gleiche Problem wie bei allen anderen. Ja, von der anderen Seite, also ich sehe es halt, du siehst das ja auch auf der Karte ganz schön, wir haben uns damit schon ein bisschen beschäftigt gehabt. Es ist halt ein bisschen ein Problem, dass dieses Helium-Teil derzeit, also die Leute, die selbst sich so einen Punkt basteln wollen, dass die derzeit quasi nicht mehr willkommen sind. Also das hat bis vor kurzem geklappt. Da konnte man sich seinen Access Point selbst bauen. Das nehme ich an, verschreckt derzeit wieder natürlich einige, wo die sagen, wieso. Und Da werden die wahrscheinlich auch zu einem gewissen Punkt kommen, wo es halt sehen, dass sie gewisse Qualität gewährleisten können müssen. Ne? In dem war was anders. Also ich glaube, den Ansatz, den sie gehabt haben und der doch ganz gut funktioniert, ist, dass eben sie eine breite Basis an Leuten ansprechen können, die das verwenden. Aber leider Gottes ist es in dem Fall durch Exploits passiert, dass halt dann dieses Proof of Connectivity, dass man den halt auf selbst gebastelten Geräten offensichtlich knacken konnte oder vorgaukeln konnte, dass man da halt eine bessere Connectivity hat, als man tatsächlich hatte und damit haben sie das dann, also ist es schade, aber ja, so ist es halt, mein Gott. Ja. Gut. Sonst ist es halt unter Kontrolle. Ja.
Ja, schauen wir uns vielleicht noch an, jetzt haben wir, wo waren wir, was kann man damit alles Cooles tun? Schauen wir vielleicht jetzt noch hin, wohin geht die Reise jetzt eben mit LoRaWAN und einerseits mit Fokus halt auf individuell für jeden Einzelnen, eher für die Bastler, beziehungsweise wo geht sie im Großen hin? Was schätzt du ein? Also jetzt mal für jeden Einzelnen, der ein Bastler ist, ist es nach wie vor LoRaWAN und das DTN-Netzwerk eines, auf das man setzen kann? Gibt es Alternativen oder wohin wird sich das entwickeln? LoRaWAN ist auf jeden Fall für Bastler nur hochinteressant. TTN ist immer nur ein spannendes Thema, einfach weil TTN ist halt wirklich eins von den größten Netzen weltweit. Also die Anzahl an Gateways und Geräten, die in dem Netzwerk betrieben werden, ist wirklich riesig. Und das kann man schon so verwenden. Was halt jetzt einigen Bastlern nur ein bisschen sauer aufstoßt, ist die Thematik, wir haben es kurz gesehen, wie wir auf die TTN-Mapper-Seiten geschaut haben, ist der Hinweis, es gibt aktuell gerade die Umstellung von der Things Network Version 2 auf Version 3, was die Problematik hat, dass die Geräte selbst, dass man selbst verantwortlich ist fürs Rüberziehen der Geräte. Was meine ich mit rüberziehen? Im LoRaWAN gibt es ja AWP und OTA, die zwei Aktivierungsvarianten. Und OTA wird quasi eine Session ausgestellt und die ist dann auf dem Netzwerk selber aktiv. Ist auch das, was zu empfehlen ist, wenn man Geräte provisionieren muss, weil das einfach ein viel sicherer Weg ist als statische Keys. Das Thema ist jetzt nur, dass bei dieser Umstellung sie diese Geräte nicht automatisch portieren auf die neue Instanz von ihnen, sondern dass man quasi die Geräte, die Root Keys, sage ich mal, jetzt dann neu anlegen muss auf der neuen Version 3 und dann eigentlich zu den meisten Geräten im Feld hingehen muss und die neu aktivieren muss. Manche Geräte sind da echt schwer zum neu aktivieren. Die Gateways müssen auch alle neu konfiguriert werden. Das ist ein ziemlicher Aufwand und für einen Bastler ist es okay, wenn man nicht so viele Geräte hat, aber wenn man jetzt wirklich mehrere Geräte drauf hat, Gateways, viele Gateway-Standorte, dann ist das ein ziemlicher Aufwand, das alles zu darüber zu holen in die neue Version. Die ist halt schon lange erwartet und die ist jetzt auch schon aktiv. Kann man mal reinschauen, falls man das noch nicht gemacht hat, auf die neue Version von Ihnen. Ja, es wird die alte Version V2, die wird dann, so was ich gehört habe, im Oktober deaktiviert. Das heißt, bis dahin sollten wir auf jeden Fall dann alle Geräte und also alle Endgeräte und alle Gateways portiert haben auf die Version 3 von TTN, wenn man TTN-Nutzer ist. Okay. Das ist halt natürlich, das ist ein Nachteil ist das halt leider vom TTN, das ist halt die offene Schiene. Sie betreiben das für einen, aber man hat halt quasi keine Kontrolle drüber, zu sagen, ja, wenn die jetzt sagen, wir wechseln von Version 2 auf Version 3 und du musst jetzt zu jedem Gateway-Gerät hingehen und zu jedem Gateway, dann ist das so. Samuel, ich glaube, da hat es jetzt ein bisschen Audio-Probleme gegeben oder war das woanders? Das ist woanders. Das ist woanders? Okay, gut. Dann können wir vielleicht kurz alle muten und dann in Samuel was. Beim Markus haben wir Nebengeräusche. Markus Kreins, weiß ich nicht, willst du was sagen, Markus? Ja, nein, das, okay. Habe ich wieder Ahnung. Okay, passt, danke. Danke fürs Muten. Danke fürs Muten. Okay, es hat noch eine Frage gegeben, was kostet Produktzertifizierungen? Da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Mitgliedschaft, Produktzertifizierung und dieser Bereich, also die Kosten. Da hätte ich jetzt keine Zahlen. Also es gibt von der Alliance verschiedene Member-Pakete, die sich quasi auch ordnen nach Organisation, also jetzt Organisationen wie OpenRT, offene Organisationen. Beziehungsweise auch Firmen, beziehungsweise wird es dann auch gegliedert, wie viele Geräte kann man dort betreiben, beziehungsweise wie viele Mitspracherechte hat man dann halt wirklich in den Technik-Tool-Komitees, wo dann halt die Standards festgelegt werden. Ja. Da bin ich, glaube ich, vorher hängen geblieben, da ist eben gerade, weil man bei Umstellung war, neben die Umstellung von, also
Da wird die LoRaWAN-Version 1.1 immer größer. Der Standard ist aufrufbar auf der LoRa Alliance Homepage. Der ist ziemlich viel weiterentwickelt worden vom Standard 1.xxx. Da hat es einige Breaking Changes gegeben, wie dass es jetzt der bisherige App-Key ist zum Network-Key geworden quasi und stattdessen gibt es einen neuen App-Key. Das heißt, man hat dann quasi einen weiteren Security-Layer, der halt dann auch quasi Roaming unterstützt. Das kommen dann so Features wie Handover-Roaming, was halt bei LoRaWAN auch noch nicht so weit ist, ist leider das Thema Firmware-Upgrade. Da sind wir halt bei dem Punkt, es ist ein Non-IP-Protokoll und es ist halt geringe Bandbreite. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Thema, was eine Weile braucht, was dem Ganzen halt nicht unbedingt weiterhilft, dem Firmware-Update over the air mit LoRaWAN, ist, dass man halt eine breite Unterstützung braucht, nämlich es muss sowohl der Gerätehersteller unterstützen, es muss der Netzwerkserver unterstützen, es müssen die Gateways unterstützen, dann braucht man eventuell noch extra zusätzliche Gateways, um die Downlink-Kapazität zu schaffen für die Updates. Dann natürlich muss man auch rechnen, das kostet Battery Life von der Anwendung, wenn die Geräte da für eine gewisse Zeit lauschen und das Firmware-Update installieren. Also es ist ein komplexes Thema. Ja. Da hat es einige Anwendungen schon vor einigen Jahren gegeben von Embed, aber es ist halt in der Praxis noch nicht wirklich angekommen bei dem breiten Feld. Also so wie du sagst, das ist auch bei einigen Anwendungen habe ich gehört, dass die halt dadurch, dass es halt dann Updates geben musste oder Security-Updates sogar geben musste, dass die dann natürlich dementsprechend gesagt haben, da haben wir uns jetzt was eintreten oder das schauen wir, dass wir das schleunigst wieder wegkriegen, weil das eben also in gewisser Weise halt nicht managebar ist. Vielleicht zwei Punkte noch. Das eine eben Security, wenn wir das vielleicht noch anstellen können. Und vorher noch den Frageteil, den wir noch nicht ganz fertig gemacht haben, zu kommerziell, wo geht die Reise hin? Ja, haben wir das noch. Also kommerziell aus deiner Sicht, Big Picture, LoRaWAN sozusagen, wo siehst du zum Beispiel so Sachen wie, weiß ich nicht, Telemann ist eine Bedrohung, als eine Ergänzung, siehst du andere, also wir haben es ja auch von einigen kommerziellen Infrastrukturbereitstellern in Österreich schon gehört, dass sie sich dafür auch interessieren. Ich war gerade nur in dem Firmware-Update-Thema drin, also es hat das, aber wurscht, das ist, also man kann, es wird im Dann machen wir das Firmware, mach ruhig das Firmware-Thema fertig, wir haben genügend Zeit, bitte. Firmware-Update-Thema, also weil du das angesprochen hast mit Security-Issues und wenn man da irgendwas wegkriegen muss, da ist halt einfach, andererseits hat man natürlich den Vorteil über LoRaWAN Non-IP, dass da halt nicht so viel passieren kann wie im IP-Bereich, sagen wir es einmal so. Natürlich ist Updates ein riesiges Thema, wenn sie irgendwas bei der Anwendung tut und keine Frage. Da ist einfach aktuell der Weg, den man bei einer LoRaWAN-Anwendung einschlagen muss, dass man irgendeinen zweiten Kommunikationsweg zu den Geräten braucht. Einen lokalen Kommunikationsweg zum Beispiel, da haben sehr viele Geräte dann eine Bluetooth-Schnittstelle zum Updaten der Firmware gut. Das ist dann security-mäßig bei einigen Herstellern auch wieder ein Thema, aber eins nach dem anderen. Also das ist halt dann wirklich... Da muss man sich dann irgendeine andere Variante suchen. Um jetzt weiterzukommen zum Thema mit mit Helium und anderen Varianten. Also es wird, meiner Meinung nach, wird der Markt das zeigen, was da das geeignetste ist. Das hat jeder Kunde quasi andere oder jeder Verwender quasi andere Anforderungen. Und ich denke mir mal, ja, Helium ist cool, neu, man kriegt Geld für die Gateways. Aber wenn ich jetzt einfach meine paar IoT-Geräte auf einem LoRaWAN-Netzwerk betreiben will, vielleicht meinen Tracker auf meinem Auto, wo ich herumfahre, dann ist, sage ich zum Beispiel, das CDN sehr gut geeignet, weil man da halt schon eine ziemlich große Netzwerkabdeckung hat. Helium
wäre natürlich auch interessant, weil man da Abgeltung kriegt für die Coverage, die man zur Verfügung stellt. Würde mich auch mal interessieren, falls da irgendwer Zahlen hat, was da so rausschaut beim Betrieb von einer LoRaWAN-Gateway im Helium-Ökosystem. Das wäre auch ein spannendes Thema. Ich höre dich leider nicht. Ja, es wirkt wieder Wunder, auch wenn es jetzt schon abgenutzt ist, der Witz. Ja, ja, wir haben bei unserem letzten Call dann im Anschluss dran auch noch Kontakt aufgenommen mit jemandem, der tatsächlich diesbezüglich schürfen will, quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Also war ganz interessant zu hören, dass es also da wirklich also die gesamte Bandbreite gibt. Also von den Leuten, die sagen, lass die Finger davon, interessiert mich nicht mehr, weil das Ganze ist sozusagen Closed Hardware, proprietärer Standort, geht komplett, also geht man komplett gegen den Strich, ja, bis hin zu denen, die sagen, ja, jetzt erst recht und irgendwie die Geräte und ich stelle mir 10 Stück hin und ich, keine Ahnung, ich zahle vielleicht sogar noch Leuten, dass sie meine Gateways hosten. Ja? Also das ist, habe ich ganz spannend gefunden. Da sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt, wo wir sagen, was wären sozusagen Punkte für uns jetzt in der Community hier, wo du sagst, das ist etwas, keine Ahnung, zahlt es sich aus, ein Gateway zu betreiben? Die Frage ist vorhin schon beantwortet, hast du selber Frage gestellt. Da können wir vielleicht die Frage in der Community weitergeben, beziehungsweise was sind Dinge, wo man sagt, ja, das ist etwas, das kann man netterweise zu Hause betreiben, sich seine, weiß nicht, House-Tracking, seinen Wasserstandszähler und was man sonst und seine Solar-Ladeanlage vom Auto machen, aber man kann es auch noch betreiben, um andere Dinge drauf zu haben. Also wo wäre sozusagen jetzt aus deiner Sicht, wenn man jetzt bei heute beginnt, sich mit dem Thema LoRaWAN als privater, ich sage jetzt mal Halbbastler, keine Ahnung, wenn man was dazu auch noch einbringt, habe ich auch nichts dagegen zu beschäftigen. Ist das komplett illusorisch und gleich wieder aufzugeben oder ist es etwas, wo du sagst, ja, LoRaWAN und könnte sich auszahlen? Ja. Aber die Frage ist auch an alle gerichtet in der Runde. Also wenn jemand schon ein Gateway betreibt, dann bitte jetzt Hand heben. Danke. Sorry. Ja. Samuel? Zahlt sich auf jeden Fall aus. Beim Helium ist natürlich die Frage, wenn man schon ein eigenes Gateway hat, was nicht von innen ist, ist das natürlich eine Hemmschwelle bei Ihnen einsteigen. Wenn man jetzt mit LoRaWAN anfangen möchte, die jetzt noch nichts hat, dann kann man sich mal anschauen, okay, dann sollte man sich vielleicht vorher überlegen, Helium, möchte ich das machen, dann ist das natürlich ein klarer Zweig, wo man sich eigene Hardware kaufen muss. Sonst kann man sich mal irgendein Gateway kaufen oder eins zusammenbasteln mit einem Raspberry zum Beispiel und dann quasi als erstes mal das Einfachste, das Ding ins Things Network hängen, irgendein fertiges Bastelgerät kaufen und mal und Daten übertragen, da vielleicht in Node-RED hängen, Hausautomatisierung, Home Assistant etc. Wenn einem das Ganze dann schon zu langweilig wird, dann kann man noch den eigenen LoRaWAN-Server mit dem JabStack aufsetzen und da eventuell auch noch weiter tüfteln, wie man da Lösungen hinkriegt. Übrigens, der TTI-Netzwerkserver ist auch Open Source, also den kann man eigentlich auch selbst betreiben. Allerdings mit ein paar kleinen Einschränkungen in der Open Source-Variante sind so kleine unentscheidende Module wie Roaming nicht enthalten. Okay, gut. Da muss man dann Münzen einwerfen können. Super. Aber das meiste kriegt man hin. Gut, das heißt, ich würde als Takeaway for our Community würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall, LoRaWAN hat nicht nur nichts verloren an Charme, sondern gewonnen. Es ist so wie bei Open Source Projekten eigentlich normal, gibt es eine gewisse Dynamik im Markt. Es gibt Leute, die nach dem anfänglichen Hype so ein bisschen den Hut drauf hauen und andere, die dann halt sagen, jetzt wir betreiben das kommerziell, also so eine Diversifizierung. Und es gibt aber auch, glaube ich, einige sehr coole Use Cases mittlerweile, die wir uns heute angeschaut haben. Und da werden sicher in Zukunft noch mehr dazukommen. Also ja, Samuel, danke für alles, was du uns heute da aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich habe das mit das sehr, sehr erfrischend und sehr, sehr cool gefunden. Man verliert sich da manchmal auf den vielen Webseiten, die man findet und man weiß dann nicht, was überhaupt noch Sache ist und was nicht schon Schnee von gestern ist und was eigentlich nur groß gehypt wird. Also von dem her danke für die Einschätzungen und Abwägungen
Und ja, möchte an Tom zurückgeben, um die Klammer zu schließen und den Bogen neu zu spannen. Ja, für den Juni dann. Ne? Danke euch. Ja. Super Talk, super Informationen. Gibt es aus der Runde noch Fragen an den Samuel oder an den Patrick oder an uns als IoT Austria? Wollt ihr noch was einbringen? Hat noch jemand Use Cases, die er uns erzählen möchte? Sie uns erzählen möchte? Ich hätte eine Frage an den Markus Kreiner. Hast du einen Schaukelsensor mit LoRaWAN in deiner Hängematte? Noch nicht, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Okay, gut. Ich fand auch nebenbei bemerkt, die Eindrücke, die wir von der Bleibe von Markus Kreiner bekommen haben, die Kamera sehr, nein, sehr schön. Ich kann das nicht im Sitzen. Ja, ich finde das gut. Ja. Nein, ich finde, man hat aber viel gesehen. Gut, lasst mich noch kurz einmal den Bildschirm teilen. Wenn es jetzt zum Thema nichts mehr gibt, dann gibt es zur IoT Austria noch was. Und ich habe auch noch was. Ich habe auch noch was. Ja. Du hast da noch was. Ja, ja, aber passt schon. Mach mal du und wir machen deinen nächsten Talk. Ja, okay. Ich mache einerseits noch einmal ein bisschen Werbung für die Menschen. Das sind in erster Linie wir beide und dann ein paar ganz wenige im Hintergrund momentan. Und wir freuen uns durchaus, wenn wir mehr werden. Das Einfachste, was man tun kann bei uns, ist da unten sich für den Newsletter anzumelden. Dann kriegt ihr auch alle Talks direkt rechtzeitig zugestellt, die in der Zukunft noch kommen. Das Zweite ist natürlich IoT Austria Mitglied werden. Da gibt es dann Möglichkeiten zu Vergünstigungen, zu Konferenzen, wenn es sie auch wieder mal in Person gibt. Also das ist vor allem immer ein sehr attraktives Ding gewesen. Und es gibt auch ein paar Dinge, die wir den Mitgliedern zugänglich machen. Zum Beispiel... wie zuletzt den Firmware-Inspektor von den IoT-Inspektor, wo wir Gratis-Lizenzen vergeben haben für Mitglieder. Juni. Juni ist schon in den Events auf der Website. Wir beschäftigen uns mit unserem Jahresthema IoT Wellbeing, Digital Wellbeing. Und wollen, wenn es uns gelingt, eine kleine Community, wie groß auch immer sie wird, für den Juni-Talk zusammenbringen, wo wir uns vielleicht tatsächlich einmal über ein paar Produkte und deren Nachhaltigkeit, Reparierbarkeit, Integrierbarkeit und so weiter auseinandersetzen. Ich hoffe, das interessiert einige. Wenn ihr diejenigen seid, die dazugehören zu den Interessierten, dann könnt ihr euch jetzt schon anmelden dafür. Die Aufzeichnung verteile ich nachher und jetzt gebe ich nochmal zurück zum Patrick. Was möchtest du noch mit uns teilen? Na, super, genau zu dem Punkt wollte ich nämlich, der nächste Termin wird sich eben unter anderem mit der Nachhaltigkeit von Smart Home und IoT-Devices beschäftigen. Und da wollte ich noch ein paar plakative Beispiele bringen, über die ich mich zwischen Grün und Blau bis halt in Kategorie unnötig geärgert habe. Also wir haben es eh auch schon angesprochen, Geräte, die closed source sind und wo es eigentlich sozusagen nicht weitergeht, dann über ein besonderes Highlight, das ich das nächste Mal zum Besten geben werde, zu einer ganz besonders nachhaltigen, unter drei Anführungszeichen, Smart-Homeware-Lösung, die, glaube ich, bei Hornbach angeboten worden ist und wo ich dann also wirklich also kabarettreife Diskussionen hatte mit dem Service-Desk zu dem, was die der Meinung sind, was offene Standards sind und was keine offenen Standards sind und dann weiter bis hin zu, ich sage jetzt einmal, Geräte, die ihren Zweck verlieren, weil sie vielleicht nicht mehr nach Hause telefonieren können oder weil sie von der Firmware nicht aktualisiert werden können und dann security-technisch einfach so weit mit dem Nackerten draußen hängen, dass es wirklich zum Blären ist und. Oder auch jetzt einfach zu Hause, wenn man sich anschaut, ich habe jetzt unterschiedliche Komponenten. Zigbee etabliert sich schon langsam, ein paar andere Netzwerke etablieren sich auch, aber warum sozusagen ist dieses Mindset noch immer da, dass man glaubt, jeder von den Herstellern, oder nicht jeder, aber viele von den Herstellern haben sozusagen ihr eigenes proprietäres Protokoll und auf das sind die ganz furchtbar stolz. Und da sieht man teilweise einen Umschwenk, wenn ich mir anschaue bei Philips, wenn ich mir anschaue bei IKEA, also auch bei den Großen, ja,
Natürlich würde es mich auch freuen, wenn wir ganz besonders mit IoT Austria, wenn wir auch österreichische Smart Home Produkte haben, wo man sagt, hey, keine Ahnung, habe ich zu Hause in Verwendung, ist total cool und so weiter. Also das würde mich total freuen, wenn wir das nächste Mal so wirklich einen Talk machen können, wo, weiß nicht, jeder seine ein, zwei Geräte mitbringt, wo er dann entweder sagt, hey, so soll es absolut nicht sein, oder was mir natürlich noch mehr freuen würde, das sind richtig coole Geräte, die integrieren sich super, da kannst du selber deine Firmware drauf flashen, wenn du willst, und du hast das eigentlich voll im Griff und du kannst es integrieren in die Top 3, keine Ahnung, Home Assist habe ich gehört, Fem, was auch immer sonst noch herumzwutschgelt und wo ich das halt gerade einbinden würde. Das würde mich interessieren und würde mich freuen, wenn da quasi sozusagen so ähnlich wie, weiß nicht, jeder sein Haustier, sein Digitales mitbringt und wir dann über die reden können. Ja. So werden wir es aufziehen. Das wird der Unitalk. Noch einmal, Samuel, dir herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön, dass du heute da warst. War mir wirklich eine Freude, wieder mal was mit dir zu tun zu haben. Und ich hoffe, es ergibt sich bald einmal wieder die Gelegenheit. Call bleibt offen, solange ihr noch wollt. Ich wünsche allen schon mal jetzt einen schönen Abend. Danke.